you can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway has earned much more than this. Na und? Ja. Und ich bin 11 Jahre alt. Ey, und dann noch auf? Ja. Weg. Wieso? Weg! Ja, Abend. In den Zeitungen hatte ich dann 24-Stunden-Sendung. Kann ich euch jetzt schon sagen, Falschmeldung, Ente. Es wird eine lockere... Naja, 2-Stunden-Sendung erstmal, und wenn ich dann noch kein Kokain brauche, wo ich jetzt schon sagen kann, danke Medellin-Kartell für die Bereitstellung der 80 Gramm reinen Koks. Namensscheide, Wände. Nee, warum soll ich denn da rein gucken? Ja, dann mach doch die Kamera aus. Ich hab doch da eine Kamera. Ich bin doch ja nicht darauf angewiesen, ja? Pissmelke. Hallo? Hallo? Deutschland! Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Verstand. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Da, 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 da. Hallo Anrufer. Hallo Peter. Wie findest du das? Was? Wie findest du das? 1A gesungen. Ey, Alter, weißt du, wie lange ich noch hier machen muss? Wie lange? 23 Stunden und 55 Minuten. Ja, ist doch geil. Hast du da voll Bock? Ja, guckst du durch? Hä? Ob du durchguckst bis morgen Nacht? Ja, auf jeden Fall. Meinst du denn, ob ich das schaffe oder nicht? Das hältst du durch. Meinst du? Ja. Soll ich dir mal, bleibst du am Apparat? Ja. Anrufer, Fernseher etwas leiser stellen. Hast du gemacht? Ja. Gut. Soll ich dir mal meinen Sender zeigen? Aha, zeig mal. Pass auf, dann versuchen wir mal das Experiment. Ich leg das Mikrofon hier ab. Um dann das zu nehmen, ich hoffe, ich bin zu hören. Jo. Hörst du mich? Ja. Ja, und dann kann ich hier den ganzen Sender zum Beispiel jetzt langlaufen. Du musst da bleiben. Und da ist auch eine Kamera, da laufe ich jetzt drauf zu. Hier seht ihr noch einen, der Dödel, die hier ein bisschen was arbeitet. Leo, wie bist du?
Danke für die Antwort. War nett, also hier ist ein ganz langer Gang. Also ohne rumlaufen. Um hier in die Tau reingucken zu können. Hallo Peter. Jetzt kann ich aber den Anrufer nicht mehr hören. Das ist natürlich doof. Und deshalb geht der Gang wieder zurück. Hat man meinen Ton? Kaum. Daher ist auch nur ein Experiment. Ob das hier klappt, war nicht so gut. Schön arbeiten hier, ja? Ja, das ist hier live. Ich bin wieder hier. Super. Hallo, hörst du mich? Ja, auf jeden Fall. Wie fandest du meinen Sender? Absolut geil. Willst du mal das Programm für heute sehen? Ja. Ich leg mal das Mikro wieder ab. Okay, hörst du mich? Ja. Komm her, hier ist mein Programm. Geh mal hier voll ruf. Hier voll. Das ist alles. Das ist alles? Das ist alles. Das sind meine ganzen Texte, die ich heute brauche. Und damit hat sich das. Wenn man kommt, das auch gut auf der Alster war. Ich war auch auf der Alster. Sollen wir da nachher mal einen Film von zeigen? Ja, auf jeden Fall. Können wir ja machen. Mit den Enten unter der Eisdecke. Ja, richtig. Rettet die Enten. So, und dann sind hier ein paar lustige junge Männer. Das ist Kai, das ist Christian, auch bekannt von RTL damals. Und das ist der Mann von uns allen, der es geschafft hat, weil er hat mit Stefan Raab telefoniert. Ich meine war schon doof, er hat das erst nach dem 8. Anruf gemerkt, dass das Stefan Raab ist. Aber ist egal, er ist da einer von den, naja, nicht so ganz so schlauen, ja. So, und jetzt gehe ich wieder rüber ins Studio, du verpisst dich einfach so raus aus meinem Leben. So, und jetzt brauchen wir hier mal schöne Bilder mit Bluebox. Ach, Bluebox, wow. Ach, bin ich gut. Ach. Und jetzt geht es 24 Stunden so weiter. Telefonieren ohne Ende. Oh, 7 Minuten erst. Ach. Mein Team hat Probleme, muss ich... Was? Tust du jetzt schon baggern, oder was? Hey, hallo, Mann. Wie geht's? Ja, super. Ja, ich bin vorgestern angerufen. Ja, hast du vorgestern schon mal angerufen? Nee, ja, du sagst, ich bin... Wie geht's? Du fällst der Kerl. Und dann halt dich raus, ich wissen. Ja, warum heute sehr nett? Warum vorgestern sehr schlecht? Verstehe. Ja, da war mein Biorhythmus nicht so in Ordnung und da ist mir schlecht gegangen und deswegen hast du abgekackt hier. Ich bin extra jeden deine Programme geguckt, weißt ja, du? Ich bin nur 3 Monate in Deutschland. Ja, und dann guckst du sowas? Ja, aber vorgestern, ich bin verstehe. Immer schimpf. Wer schimpf? Sie. Schimpf ist ein anderer, ja? Nee, sie. Ich hab noch nie geschimpft. Ja. Ich bin nett, zugänglich, harmlos und tolerant. Nee, ich dachte, wie geht's dir? Du hast gefragt, wie es mir geht? Ja, und hau ab! Dumme Frage, wie es geht's dir? Ja, gut geht's mir, weil ich ein Fernsehstar bin. Weil ich jetzt hier im Fernsehen sitze, berühmt bin, 1846 Frauen haben könnte. Überhaupt nicht weiß, was ich die nächsten 23 Stunden und 53 Minuten also, machen soll. Peter, hallo? Du kleiner Stricher. Tschüss. Tschüss. Wenn der Hass dir entgegenschlägt, dann hilft nur noch beten. Ah, hallo. Hallo. Hallo, selber hallo. Was kann ich denn für dich tun? Warum guckst du jetzt um diese Zeit Fernsehen? Ich wollte mich tierisch bei dir bedanken. Warum? Ich bin jetzt 48 Jahre alt und ich habe unheimliche Probleme immer früher gehabt mit meiner Mutter. Die wollte mich zu allen möglichen Schutzimpfungen mitschleppen. Deine Mutter hat dich immer ganz schön lange gebadet wahrscheinlich, ja, mit 18. Richtig, und mit dem Sack Eierbrikett gepudert und all so ein Scheiß. Ehrlich? Ich wusste nie, wie es mir geht, wenn ich nicht geimpft werde. Mein Gott. Dann, jetzt weiß ich. Dann hast du ja eine Ernst. Jetzt, als sie dich gebaut haben, muss ein bisschen Pipi dazwischen. Nee, kommen. Ebola war dazwischen. Und tschüss. Warum denn so gemein zu mir? Aber wenn du dann so direkt an den Tier gestoßen wird und du kannst dir nicht dagegen wehren und dann plötzlich liegt er auf und du bist da ganz alleine und das ist so traurig. Ich schwätze hier auf, wer denkt ja, auf
dann deine Mama dich immer in Badetanne und Pipi dazwischen war, dann musst du mir doch nicht so direkt sagen, dass du in meinem Leben überhaupt keinen Sinn mehr hast. Was ist das für Scheiße? Ich bin hier und ich bin hier und ich bin hier. Ich bin hier. Hallo. Es tut mir so leid. Was? Es tut mir leid. Was tut dir leid? Ich wollte dich nie ärgern. Willst du dich jetzt einschmeicheln, du Spinnkorb, ja? Ich wollte fragen, wann die Wiederholung ist von dieser Sendung. Das ist die Wiederholung. Hat dich so unterhalten, Schwachkorb, wa? Was? Hau ab! So, jetzt mal eine Frau. Oder nee, mach mal jetzt den Ton hoch vom Einspieler, Christian. Uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Peter Ehrlich. Ja. Ja. Ich bin Gary Glitter. Ich will meine Weste wieder. Ja, dann stirb erst. Stirb erst? Dann leg sie bei dir übers Grab. Ich will die Weste. Ich bin du Gary Glitter. Du musst erstmal deinen Fernseher leiser machen, hat mein Regiemensch gesagt. Leise genug? Ja, jetzt tut es denn nicht. Aber ich höre schlecht dann. Wie du ja, redest. Dann musst du dir erstmal einen Finger in die Nase stecken. Mach mal das nach wie ich. Was? Finger in die Nase. Okay. Ist er dran? Finger ist in der Nase. Ist er drin, in der rechten oder im linken Nasenloch? Rechts. Jetzt musst du den Finger im Mund stecken. Finger im Mund? Ja, Finger im Mund und Finger, Nase. Finger ist im Mund. Und jetzt bist musst du auch noch den Daumen ins Ohr kriegen. Okay? Und jetzt kannst du abhauen. Nicht der Anrufer. Ah, schon nach einer Viertelstunde den ersten Highlight gebracht. Wow! Aber ein guter. Oh, mein Finger schmeckt salzig. Komm her. Riech mal, ich hab eine neue Freundin. Hallo. Hallo, Peter. Ja? Du wolltest bei Vulkan anfangen, habe ich in der letzten Show. Wo wollte ich anfangen? Bei Vulkanwerft. Vulkan, ja. Du bist ja echt ein Komiker. Würden die dich überhaupt nehmen? Was? Würden die dich überhaupt nehmen? Hast du einen Sprachfehler, sagst immer als Wimmer. Warum habe ich um diese Uhrzeit so viele Debile dran? Warum können die nicht mal anständig vernünftige Gespräche kommen?
Warum bist du heute nicht auf Piste? Warum wartest du zu Hause und guckst dir diese Sendung an? Guckst du dir die auch jetzt 24 Stunden an? Ja, normal, ich nehme sie auch auf. Ehrlich? Ja. Und wenn du mir sagen kannst, was ich nach 17 Stunden und 14 Minuten gemacht habe, dann gewinnst du 10 Eintrittskarten für den Molotow am Dienstag. Kommst du auch ins Molotow? Was? Kommst du auch ins Molotow? Also 17 Stunden, 13 Minuten rufst du noch mal an und sagst, was wir gemacht haben und tschüss. Geht ja ruckzuck hier. Oh, da kommen schon die ersten Krüppeldinger da hoch, da in meiner Vulkanlampe, da kannst du mal voll auf den Vulkan. Hallo Peter. Hallo. Hier ist Peter. Hallo, oi, super Namensvetter hier. Guck mal, das ist ein Tiger. Ein Tiger? Siehst du nicht? Ja, ich habe auch einen, aber einen Tank. Ey, super. Super. So, was, jetzt machen wir was Lustiges. Was Lustiges? Ja, du hast doch hier angerufen, zum Glück. Ja, ich muss morgen zum Schneider, aber der ist leider im Gefängnis, du. Kommst mit? Oh, warte, ich hab den nicht begriffen, warte. Okay, ein anderer. Schneider, Schneider, Mac, 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 jetzt bist du im Heck, Heck, Heck. Ach, Dieter Thomas Heck. Schnippeli, schnappeli, Scher, jetzt kommt der Meister Nadelöhr. Und schnippelt dir einen weg. Ey, du bist ein Komiker, wollen wir wieder den Rappen? Wollen wir wieder Komiker aufmachen? Ey, ey, ein Komiker, ey, wollen wir uns die Komiker nennen? Okay. Ey, irre. Du bist der erste Peter und ich bin der... Ja, du bist der Ersatz-Peter. Oh, schade. Du darfst ja die Gruft immer haben, was ich nicht mehr will, was ich weggebe. Die Gruftis. Die Gruftis. Die erste Frau, die jetzt anruft, die gewinnt mich. Tschüss. Oh, und... Ja, geht ruckzuck heute. 24 Stunden lang, hintereinander weg. Kann jetzt schon ein kleines Highlight ankündigen. Heute um 3. Nee, heute Nacht um 2:30 wird der Peter tätowiert. Und zwar hier auf den Arm. Hier kommt nachher da voll was drauf, was Geile, was mir meine Frauen unheimlich viel Erfolg bringen wird, wahrscheinlich. Hallo. Ja, hallo. Was kann ich für dich tun? Ja, ich dachte, wir reden ein bisschen über Coming, da erzählst du mir einen Witz oder so. Ich soll dir einen Witz erzählen. Warum haben Frauen 4 Lippen? Ja, ich weiß. 2 zum Scheiße reden und 2, um sich dafür zu entschuldigen. Bingo, dann haben wir jetzt später einen Witz erzählt, quasi eine Gemeinschaftsproduktion. Du hast den Sinn in meiner Show erfüllt. Ich kann mich von dir vernünftig verabschieden. Es hat mir Freude gemacht, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir für dein weiteres Leben noch viel Glück, dass das jetzt mit der Rente auch sehr schnell klappt. Und ansonsten kannst auch du mir fürchterlich am Arsch lecken. Tschüss. Mein Gott, ich bin viel zu nett zu den Leuten, habe ich manchmal den Eindruck. Ich müsste das viel cooler machen, viel, viel, viel böser. Ich habe hier einen Bluebox-Film gemacht, ja, weil ich da richtig stolz drauf war, den Bluebox-Film, ja. Da haben wir uns so viel Mühe gemacht für den Bluebox-Film jetzt. Kannst du mal den Bluebox-Film, ja? Hallo guck Peter. Mal. Guck mal, das ist ein Bluebox-Film jetzt. Hallo Peter. Wie geht's dir denn? Nächste Frage. Oh, weiß ich nicht. Tschüss. Jetzt sitze ich hier, ich armer Tor. Ich hatte Peter am Rohr, er hatte viel vor. Wow, meine Reims, die sind die besten. Kann ich jetzt schon hinweisen, Sonntag, 23 Uhr, der Tobi und das Bo live hier in diesem Studio. Die ersten Faxe sind da. Ein Gernhab-Fax. Bitte hier gerne haben. Komm, wir machen das alles, wie es sein muss hier. Das ist ein berühmtes Gernhab-Fax. Seht ihr? Hier, ich mach das. So, erfüllt, was haben wir hier noch für ein Fax? Unser Mitarbeiter der Woche, Peter Ehrlich. Wow. Und wer hat uns das geschickt, können wir ja gleich mal enthüllen. Das ist die Nummer 6066. Und dann habt ihr noch 3 Zahlen zur Auswahl, was dann also bedeutet, 999 Faxe losschicken, um den Rechtchen zu treffen. Der erste, der mir einen tollen Fax schickt, gewinnt eine Freikarte für den Molotow am Dienstag für die Aftershow-Party von dieser Sendung hier. Naja, der Anfang ist jedenfalls gemacht. Dafür mache ich das. Hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun, Zaubermäuschen? Die Frau mit der erotischsten Stimme, die ich heute erst gehört habe. Aber da du die erste Frau bist, darfst du dich darüber nicht wundern. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn um 3 Uhr für ein Motiv auf dem Arm? Also wir haben ein chinesisches Schriftzeichen aufgetan, was 36 cm symbolisiert. Ich weiß nicht, als... Das erlebe ich so oft, wenn ich von meinem Gemächte rede. Ja, 36 cm. Dann kommt erstmal bei den Frauen immer dieses... Nee, ernsthaft jetzt. Warte mal, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest fragen, was ich für ein Motiv drauf habe.
Ja, nee, das chinesische Schriftzeichen kenne ich nicht. Aber nee, das ist doch ein gutes Motiv. Ein E-Tuner. Warte doch mal. Ich möchte den Fernseher leiser machen erstmal. Ich mein? Ja, soll ich mich mal ausknipsen? Warum bist du jetzt eigentlich zu Hause? Weil ich ein Kind hab und das schläft und... Und wo ist dein Mann? Der ist auf einer Party. Und du musst zu Hause bleiben? Mhm. Bin ich auch mal ganz gerne. Was? Bin ich auch mal ganz gerne. Ich möchte jetzt einfach hier, ich hab einen Bluebox-Film vorbereitet und dann sieht man den ja kaum. Das ärgert mich schon ganz schön. Immer nur diese Nahaufnahmen, wie ich schwitze, das finde ich doof. Naja, ja, in die Kamera. Ich guck jetzt in die Zweieren. Wegen meinem Bluebox. Wie findest du meinen Bluebox-Film? Hallo? Wo ist denn das? Was? Wo ist denn das? Ja, der ist jetzt gerade hinter mir. Guck mal hier. Ja, welche Straße? Ja, das ist die Spitaler Straße. Hm. Da sind wir immer gewesen, damit ich erkannt werde. Na, jetzt erkenne ich das. Nein, du lässt mich gar nicht ausreden. Ich suche ein gutes Motiv von Pan. Von Pan? Pan, ja. Ich kenne El Conda Pasa mit der Panflöte. Das ist, ja, das ist der Gott der Lust, oder der Lust? Der gehörnte, gehufte Gott, kennst du den nicht? Und auf jeden Fall suche ich ein gutes Bild von dem irgendwie, oder so. Und den möchte ich ganz gerne auf dem Knöchel haben, aber ich finde von dem nichts. Ja, dann guck dir nachher das Motiv an und du kannst ja dann nachher nochmal anrufen, wenn Tattoo-Meister Ralf hier ist. Genau, den kannst du dann ja eigentlich mal fragen. Ja. Weil ich weiß ja nicht, ob ich nachher durch... Guck mal, wie findest du die Aufnahmen jetzt hinten? Und auch nicht, ob ich so lange gucke. Du guckst nicht durch, dann hau ab. Da habe ich mich viel zu lange mit dir unterhalten, wenn du nicht durchguckst. Kriegt ihr alles? Habt ihr alles im Griff? Ja. Oh, klasse. 21 Minuten haben wir schon hinter uns. Oh, ist ja fast vorbei hier. Ach, na, willst du jetzt mich zerhacken hier oder was? Peter? Was? Hallo? Ich habe eine Frage. Zwei Fragen. Okay, nee, drei. Drei Fragen schaffe ich auch. Vier? Mal gucken. Okay, dann versuch nochmal anzurufen. Hallo, Peter. Angst. Peter. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, Peter. Ja. Bist du gut drauf? Na, noch ja. Noch ja. Hast du dich auch gut eingedeckt für die nächsten 23 Stunden? Warte, ich zeig dir das hier. Guck. Ja, oh, massenweise, Alter. Oh, die ganze blutig schon alles. Ja, normal, Koks, weil das zieht die ganzen Pappen. Guckst Alter. Du denn durch oder machst du jetzt auch mal eine Pause, guckst morgen um drei wieder nee, weiter? Peter, pass auf, Peter, wir machen durch, ey. Wer ist denn wir? Wir sind hier die Herren von Schneisen. Ja, dann macht mal richtig Krach, damit ich höre, wie viel wir ist. Schneisen, Assiburg, raus aus meinem Leben. Schnell, wir wieder auf Schneisen. Tina? Hallo. Hallo. Ist da Kaffee, Tina? Ja, hi. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe mal eine Frage. Zwei. Ja, okay. Auch drei. Erstmal möchte ich meine Eltern grüßen. Die liegen jetzt im Bett und gucken dich auch. Die gucken das jetzt? Die gucken das jetzt auch. Ich jag denen jetzt mal einen Schreck ein. Bah! Und dann wollte ich dich fragen, ob du das überhaupt die ganzen 24 Stunden nach deiner Meinung nach aushältst. Keine Ahnung. Ja, weil ich stelle mir vor, wenn du 24 Stunden lang lauter Anrufe hast, dass du irgendwann tierisch genervt bist. Meinst du? Ja, also wenn da ziemlich... Also ich habe ja nicht 24 Stunden Anrufer, sondern ich habe ja auch noch eine Menge Programm. Also in diesen 24 Stunden, da kann ich mal auf den Zettel gucken. Ja. Weil da kann ich mir nicht alles merken, wer heute alles kommt, ja? In diesen 24 Stunden haben wir nachher ultimative Alles-Show, Sittig, ein Gottesdienst, eine Talkrunde, Kummerfield macht Musik, Cucumberman, kann ich jetzt schon sagen, Cucumberman, klasse, Lindenstraßen, Schuschu-Show, Katja OK, der Tobi und das Bo, und wisst ihr, was wir dann noch haben? Nein. Telefonieren, ohne Ende, und ab heute auch Faxen ohne Ende. Nicht schlecht. Wie alt bist du denn? Ich bin 20. Und wie wäre denn das, wenn ich jetzt 24 Stunden durchhalte? Wäre ich denn ein Traumtyp für dir? Bin ich denn so an sich überhaupt ein toller Typ? Oder bin ich jetzt einfach so, überschätze ich mich da selber? Also ich muss sagen, du bist nett und man kann sich gut mit dir unterhalten. Aber?
Nichts aber. Kein Aber? Nein. Und dann habe ich noch eine Frage. Jetzt hast du dir eingefallen, dass du Oma noch grüßen willst. Nein, das nicht. Und zwar habe ich ein Gerücht gehört. Und zwar sagen viele, dass du ab 4 Uhr morgens dein verehrtes Teil zeigen willst. Ja, das stimmt. Ach so. Ey, warte, ich kann da schon mal einen kleinen Ansatz, ja? Ja. Wenn du nicht so lange wach bleiben kannst, ja? Ja. Weil ich habe mir heute extra eine neue Unterhose angezogen, ja? Warte, halt mal hier, Tina. Warte, ich habe jetzt hier jemand, der hält. Peter? Ja, warte, ich zeig schon mal hier, guck mal hier. Wow, das ist wie bei, kannst du ja nicht weg hier, wie bei den California Dream Boys hier. Ich bewege mich jetzt hier. Wow. Und der Rest nachher. Schöne das ist Short. Kein Gerücht. Das ist die Wahrheit. Peter, der Anfangssong, verrätst du mir der, wie ein... Das waren die Sex Pistols. Kennst du noch Sex Pistols? Und wie heißt das Lied? My Way. My Way. Hat früher Frank Sinatra getrunken. Ah, das zweite Highlight heute. Aber eine schicke Hose hast du an. Ja. Wie ist dein Name? Sandra. Wie heißen deine Eltern? Silvia und Heiner. Silvia und Heiner. Sandra ist eine gute, leider zu alt für mich. Tschüss. Ach. Ey. Nur noch 23,5 Stunden. Bist du aufgeregt? Wie? Ich auch. Ich sterbe. Ja, hallo Peter. Hallo. Ich bin Fan von Marcel, dem Telefonboy hier. Du bist wer? Ach, Spaß beiseite. Ich wollte dich mal fragen, ob das hier wirklich live ist, was du jetzt hier gerade machst. Nee, das ist eine Aufzeichnung. Haben wir ja lange für gebraucht. Ja, weißt du, ich bin auch schnell. Mir muss das erstmal erklärt werden, alles. Alles klar. Bist blond? Ja. Kannst du mir deinen Lieblingswitz erzählen? Ja. In der nächsten Sendung. Wunderbar. Tschüss. Ey, das hier, ich wette ja, dass das um 4 Uhr immer noch mit dem Telefon so weitergeht. So, ich verlasse mal wieder kurz das Studio. Ja, ich weiß. Ach, Kaffee, ja, gib mir mal meinen Kaffee. Das ist nämlich, ich darf heute hier essen und trinken und alles mögliche. Im Hintergrund seht ihr das fette Brot. Hallo. Hallo. Was kann ich für dich tun, Zaubermäuschen? Was? Gar nicht. Warum hast du angerufen? Nur so, weil ich dich scheiße finde. Oh, warum? Ja, weil ich dich scheiße finde. Ja, aber warum? Ja, weil du so immer über anderen lästerst und so. Über wen läster ich? Ja, über den türkischen Flugzeug da, der abgestürzt ist und so. Der deutsche Flugzeug ist ja gar nicht abgestürzt. Das war der türkische Flugzeug. Der türkische, habe ich doch eben gesagt. Na. Du Wichser! Oh, jetzt bist du aber derjenige, der schimpft und lästert. Das ist so klar. Wenn du das machst, darf ich das ja wohl auch. Ehrlich, aber du bist anonym, du zeigst nicht deine Fresse im Fernsehen. Du bist ja auch kein Star hier, weil du das alles hier machst. Ich bin kein Fernsehstar. Nee, natürlich nicht. Du bist ein Arschloch. Ey, Ich muss ein Fernsehstar sein, weil ich bin beim offenen Kanal. Und hier gibt es Leute, die machen Sendungen und dürfen mit Stefan Raab reden. Tschüss. Die Skrullose haben mit Stefan Raab geredet. 6-mal und 5-mal das nicht bemerkt. Übrigens, am Montag kommt die neue CD von Stefan raus. Hallo. Peter? Ja? Ja, ich finde das nicht gut, dass du dich tätowieren lassen möchtest. Das findest du nicht gut? Nee, das finde ich überhaupt nicht gut. Warum nicht? Ich halte nicht sehr viel von Tätowierungen. Soll ich mich... Ich habe ja geschwankt zwischen hohen Piercing und Tätowierung. Hä? Nochmal bitte. Erst wollte ich gern Hohnpiercing machen. Ja, das wollte ich auch mal machen, habe ich mir schon mal überlegt. Ach so, da bist du nicht so negativ gegen eingestellt. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut sogar. Also ich brauche das für meine Sadomaso. Ich kann mir ja so ein 2-Jahres-Tattoo machen. Ja, ey Peter, ja. Hör mir mal zu. Du bist auch aus Schnelsen. Ja, ich finde das gut, dass du hier jetzt 24 Stunden durchmachen möchtest. Ich meine... Ach, das ist doch fake, das ist Quatsch. Um 1 ist die Sendung zu Ende. Nee. Natürlich. Das finde ich aber nicht gut. Ja, das so funktioniert. Wir wollten euch einfach mal beweisen, dass im Fernsehen grundsätzlich gelogen wird. Und da wir offener Kanal sind, uns keine teuren, angekauften Filmberichte leisten können, lügen wir selber. Na, aber ich wollte um 4 nochmal anrufen und so. Ja, kannst du ja machen um 4, du Dödel. Meinst du, hier würde irgendjemand erlauben, dass eine 24-Stunden-Sendung sein dürfte? Okay, dann pass mal auf. Ich möchte noch einmal was loswerden. Warte. Nein, tschüss. Geh ruhig dort. Scheiße. Tschüss. Nein. Doch. Nein. Weg! Was kannst du nicht mehr, Christian? Doch, ich komme wieder. Thorsten! Ja. Schön, dass du da bist, Thorsten!
Überstunden? Und machst du Freizeitausgleich oder kriegst du jetzt bezahlt? Wunderbar. Hallo. Hallo, Peter. Ja. Ja, pass mal auf, ey, wir müssen mal kurz was klarstellen. Also sind ja eben ein paar komische Anrufe gekommen über Schnellsen. Schnellsen sind eigentlich ganz gute Leute und gute Ecke, ne? Ich hab mir auch vorgenommen, lieber über die Leute aus Horn zu hetzen. Nee, ist ja klar, ist ja normal, ne? Ja. Da wohnen ja auch nur Mulatten, ne? Tschüss. Hast ein Piepwort gesagt, Dummkopf. Ischias. Wenn er es den Ischias Nerv trifft. Was zitterst du denn so hier? Hallo? Ah, ich geh mal jetzt noch mal raus aus dem Studio und guck mal, ob Faxe gekommen sind. Hallo? Hallo? Ja? Wie geht's? Nächste Frage. Ich find dich scheiße. Ich find dich scheiße. So richtig scheiße. Ey, wollen wir einen Chor machen? Ja. In der nächsten Sendung. So wie wo ich meine richtige Brille? Kannst du die nochmal wegpacken? Hallo! Letzter Anrufer für heute! Hallo! Hallo! Hallo Peter! Du bist das allerletzte! Nee, ich finde das gut, was du machst. Was? Weil ich sehe deine Sendung jetzt das zweite Mal, einmal die Wiederholung, die du hattest. Ja, ey! Und ey, ich finde das richtig gut. Eins muss ich jetzt leider sagen, die Sendung morgen wird nicht, die Sendung, die wir jetzt machen, wird nicht wiederholt. Ja, das finde ich schade. Ja, nee, aber dafür dauert sie etwas länger als normal. Und ich hoffe, dass du die 24 Stunden durchhältst. Ja, ich auch. Das finde ich gut. Ich finde dich auch gut. Das finde ich nett. Ja, nett finde ich dich auch. Ja, also wenn Nachteil du ist, jetzt auch du noch richtige ja Ballermänner hättest. Der Nachteil ist, du kannst mich ja nicht sehen. Das ist, weißt du, ich gehe da mehr nach den inneren Werten. Ich bin da eben gar nicht so fixiert. Du kannst auch scheiße aussehen, weil wenn du ein guter Kerl bist, ein gutes Einkommen hast, dann ist das alles egal. Ja, du, scheiße sehe ich nicht aus und Einkommen stimmt, also lass es. Und hast eine Freundin? Ja. Guckt die jetzt gerade auch? Ja, die redet die ganze Zeit hier rein. Ne? Ja, dann gib sie mir doch mal. Ja. Ich will nicht mit ihm sprechen. Nein, ich will nicht mit ihm sprechen. Oh, spüre ich öfters diese Begeisterung von Frauen, wenn sie mit mir reden sollen. Ich habe Angst, dass er die Nummer haben will. Welche Nummer? Ja, das war ja in deiner Wiederholung mit der erotischen Stimme und du wolltest ja unbedingt die Nummer haben. Ja. Wo die dann sagte, nee, dann rufen mich ja die ganzen Kerle an. Ja, das war aber auch nicht ernst gemeint. Ach, das fand ich, glaube ich, doch ziemlich ernst. Das fandst du, glaube ich, schon ganz gut. Ihre Stimme? Ja. Aber weißt du, ich kann nicht in jedem Mal jetzt sagen, gib mir mehr, ich will mich das sehen. Hallo. Tschüss. Wollen wir mal, ich will mal kurz Faxkontrolle machen. Faxkontroll. Ja, ich nehme dann das andere Mikro, ja? Jetzt müsste es an sein. Ist an? Okay, dann können wir jetzt Fax holen gehen. Ob überhaupt jemand einen Fax geschickt hat. Bin ich jetzt... Doch. Ist wieder da. Ja, hört man mich? Alles in Ordnung? Super. Da kommt gerade ein Fax. Kannst du das gleich mal mitbringen? Ja, ich hab hier einen Fax. Oh, Angst. Warte, ich mach das mal wieder aus. Also, da ist gekommen, hey Peter, kriege ich dich? Groß geschrieben, wie man es im Brief macht, finde ich nett. Zwischen die Finger ist es aus mit dir. Du, piep, sabbelst nur piep. Gezeichnet, der Vernichter. Der Vernichter hat die Faxnummer. Guck mal, die ist ja nicht da drauf, wa? Oder? Da oben, oder? Wo denn? Ist ja auch real, was der Vernichter hat. Der Vernichter ist ein kleiner Arsch. Die hat eine ganze Palette von Uwe. Ja, danke. Was haben wir hier? Peter. Ah! Oh, hier hat ihn jetzt gereimt. Peter, verschwinde aus meinem Leben und aus meinem Fernseher. Ich will BBC gucken. Deine Telefoniererei ist grottenlangweilig. Und außerdem lenkt es mich total vom Artikelschreiben ab, womit ich eigentlich die Nacht füllen wollte. Du Piep. None Exper... Oh, das ist ja Spanisch. Ständig besetzt bei dir. Grüße an das bedauernswerte Team. Ich grüße euch hier. Tschüss,
Rinderseuche. Naja, das sind auch nicht gerade sehr, sehr toll. 0:36 kam das. Entlastung, Magengeschwür, Geschlechtsumwandlung. Ich habe Ihre Stelle frei. Naja, das ist nicht so lustig. Hallo Anrufer! Hallo Peter! Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte, zwei Dinge habe ich auf dem Herzen. Erstens, das mit dem Flugzeugabsturz. Warum schimpfst du denn da so drauf? Ich schimpfe doch gar nicht darauf. Hat der eine Anrufer doch gesagt. Oder? Ah, ich hab mich, pass auf, das Flugzeug ist abgestürzt. Mhm. Und ich hatte an dem Abend Sendung, wo das davor abgestürzt war. Ja. Und hab gesagt, dass die Deutschen mal wieder bewiesen haben, dass sie Deutsche sind, selbst nach dem Urlaub noch baden wollen. Und das ist typisch deutsch, meinst du? Finde ich schon. Warum das denn? Finde ich schon. Und dann habe ich gesagt, wer billig fliegt, kommt billig um. Ja, das stimmt. Und dann habe ich das noch auf die Spitze getrieben. Und dann hat man mir zwar vorgeworfen, dass das rassistisch ist, habe ich aber auch nur so gemeint. Soll ich sagen? Ja. Flieg nicht mit Türken. Das meinst du ernst? Ja. Das ist nicht eine Wertung der Türken überhaupt. Sondern nur gegen eine Fluchtgesellschaft, oder wie? Wobei ich also mir vorstellen kann, dass bei der Lufthansa genauso geschlampt wird, nur die fallen nicht so oft runter. Ja, das stimmt, da hast du allerdings recht. Also, ich sag mal, geschlampt wird überall. Und eins muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, ja? Ja? Wer als Deutscher in die Karibik fliegt, um Urlaub zu machen, ja? Während im Osten, da in den neuen Ländern, ja, der Aufbau nicht vorangeht, weil die Urlauber nicht nach Rügen wollen und so, ja? Ja. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Da muss ich schon mal sagen, richtig so. Außerdem hat es mich nicht betroffen, waren alles aus Brandenburg und aus Frankfurter Raum. Also einschaltquotenmäßig habe ich mich nicht verschlechtert. Aha. Hier übrigens, wir haben da was aus dem Meer gefischt. Oha. Fluggast. Das sah ich jetzt nicht, wer der Fluggast war, muss ich aus datenschutztechnischen Gründen, darf ich das nicht sagen. Das ist schwarzer Humor, oder wie? Nee, das ist Satire. Ciao! Ciao. Schade. Das ist doch quasi hier wieder ein zweites Leben heute, wa? Ja. Hallo. Hallo, Peter. Ja. Ich habe eine Frage, warum hast du meinen Sohn rausgeschmissen? Er hat seit Mittwoch gewartet, dich zu sprechen, und du schmeißt ihn raus. Wisst ihr was? Na? Jetzt bin ich mal ein ganz arschiges Schwein, ich schmeiß dich auch raus. Warum hast du meinen Sohn rausgeschmissen? Das Sensibelchen. Ja, wie findest du das? Guck mal, wie findest du das heute hinter? Ist das nicht irre hier, Christian? Ja, da habe ich mir hingesetzt und gemixt und toll. Und ach, die Sendung ist gleich vorbei. 20 Minuten noch. Los, Endspurt jetzt! Mach mal ruhig Pause damit ein bisschen Entlastung. Hallo, Anrufer! Hallo! Hallo? Was kann ich für dich tun? Gar nichts. Schön, dass ich dich angerufen habe. Und tschüss! Fixer. Ja. Du Sau, willst du dir jetzt mit der Puppe vergnügen, ja? Übrigens, mit der Puppe, komm mal her kurz, wegen dem Humor, ja ist doch egal, können wir wieder anhängen, wegen dem Humor, ja? Oder, warte hier, komm mal hier mit der Handkamera her, oder müssen wir mit der Handkamera machen, pass auf hier, Handkamera mal. Super. Hallo. Hier siehst du meine Puppe? Ja, super Puppe. Jetzt bleib mal dran, ja, pass auf. Ey, die Puppe erstmal hier. Jetzt zieh ich sie erstmal aus. Weil wir wollten euch demonstrieren, wie Briefbomben funktionieren. Aha. Ich wollte mit dir eigentlich über Graffiti in Berlin reden. Über was willst du reden? Graffiti. Graffiti? Ja. In Berlin? Ja, da ist richtig viel, ne? Ja, klasse Thema. Mach mal. Ja, also ist ganz heiß da. Mein Freund Johannes, der wächst sich gerade ein auf dich. Versuchst du jetzt auch noch ein bisschen mit lustig werden? Ja. Tschüss. Leck mich. Fettack. Wann und wo? Du musst einfach nur ein faires Angebot machen, dann leck auch ich dich. Warum ist das so, hasse ich mir immer gegenüber? Hallo, Peter. Hallo.
Ja, hier ist Olli. Hallo Olli. Peter. Ja. Jo, ist das deine Puppe? Ja. Jo, oh. Mit blauen Sperma vollgemüllt. Oh Gott, oh Gott. Sag mal, hast du auch zu Hause so ein Benehmen wie im Fernsehen? Ey, da bin ich noch viel schlimmer. Auch Kraftausdrücke? Nee, da bin ich noch viel schlimmer. Wie machst du das denn da? Ja, ich schlag und trete und wenn mir was nicht passt, schmeiß ich Molotow-Cocktails in... Und welche Erziehung hast du genossen? Gar keine. Gar keine? Nö. Bist du denn beschnitten? Nein. Also mit, kein Moslem? Mit Zipfeli. Also mit Zipfeli. Also rein arisch. Wichser, tschüss. Wenn wir so eine Rassistensäue haben, können mein Team selber rausschmeißen, die Leute, ohne dass ich Tschüss sagen muss. Das wollte ich schon immer mal machen hier. Ja, Peter? Hallo? Ich höre das. Ja, okay. Peter? Ja? Ja, pass auf. Ich habe gehört, dass du 24 Stunden im Bild bleiben wolltest. Ja. Auch wenn irgendwas läuft, bist du in der Ecke, ne? Zu sehen immer. Außer auf Toilette. Ja, das war nämlich meine Frage hier. Das geht aber nicht. Also auf Toilette bleibt die Kamera vor der Toilette, aber... Ja. Weil ich wusste, dass die Gier bei euch unerträglich sein wird, habe ich mir vorgenommen... Um 4 Uhr. Nein. Mikrofon mitzunehmen. Okay. Also ihr hört zumindest die Geräusche. Aber wieso? Hörst du den Code fallen, werden wir dann alle singen. Genau, das will ich aber sehen. Ja, ich muss ja noch nicht. Na, aber irgendwann bestimmt. Und irgendwie schämst du dich oder warum zeigst du dich nicht da? Was denn? Ja, wenn du hier am Ablassen bist und deine Schläuche leer machst. Ja, ich hab doch 24 Stunden Zeit, das zu zeigen. Ja, aber... Du sollst doch nicht überstürzen. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass die Leute 24 Stunden dranbleiben. Da muss das ist mir vollkommen egal, wie lange ihr guckt. Ja, aber komm, die Leute wollen doch... Also ich bin 24 Stunden dabei. Ja, aber einmal warst du vorhin nicht im Bild. Das war auch blöd irgendwie. Also das stimmt schon mal nicht. Ehrlich? Ja, das sind doch die Anfangsschwierigkeiten. Ja, aber das wird auch besser. Aber so kann mir jetzt mal immer wieder diese Puppe hier abnehmen. Ja, das kannst du nur gut machen, wenn du auf Klo mit der Kamera gehst. Ja, das können wir ja eben nicht. Ja, wieso denn nicht? Weil unser Kabel von der Kamera so lang nun auch nicht ist. Kack im Flur oder lass die Tür auf dabei. Ach, du bist ja einfach ekelig. Wie viel gucken denn jetzt da? Wir sind hier zu dritt. Ey, dann habe ich 3 als Einschaltquote. Mindestens, ja. Auch aus Schnelsen. Genau, und wir wollen dich halt kacken sehen. Guck mal hier übrigens. Das ist eine ganz alte Puppe von früher noch. Das ist Twiggy. Ja? Ohne Brust. Ja, das ist scheiße. Ah! Oh nee, lass mal. Okay, dann stellen wir die Puppe mal wieder ab. Kann mir mal einer die Puppe abnehmen? Ja, nimm die Puppe weg da. Ey, warum sagst du sowas? Was bitte? Du hast ein böses Wort eben gesagt. Oh nee. Doch, hab ich aber gehört. Kacken ist besser, aber scheiße darf man nicht sagen. Ich sag jetzt Wiedersehen. Na gut. Aber ich will dich nochmal kacken sehen heute. Ja, können wir ja machen. Ja, gut. Dann bin ich ja beruhigt. Tina? Tina? Ach. Hallo Peter. Hallo. Ja, was hast du eigentlich für Hobbys? Telefonieren. Ja, und außer? Fernsehen machen. Aha. Und welche Brillenstärke hast du? Was? Welche Brillenstärke? Noch eine Hymne? Habe ich ja schon heute gemacht, nochmal Hymne. Nee, zweimal Hymne ist ja doof. Sag doch mal. Auferstanden aus Ruinen. Da, 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 da. Bist du noch dran? Ja, natürlich. Gewesen. Und der... Hammer, der geht so, und der Hammer, der geht so. So geht der Hammer, und der Hammer, der geht so. Peter, ja. Hallo, grüße dich. Sag mal, machst du irgendwann mal wieder demnächst was mit dem echten Dieter? Nö. Warum das denn nicht, ey? Ja, hab ich jetzt schon 3-mal was gemacht. Alter, bock doch noch. Warst du denn auch in der Prinzenbar? Normal, Alter. Und, wie war dir? Hat dir gefallen? Ja, normal. 2 Trippgestörte auf einen Haufen, richtig korrekt, ey. Und der dritte war Andi? Nee, das war ich, Alter. Du warst triebgestört. Ich kann mit kranken Menschen nichts anfangen. Ja, da guck mal in den Spiegel, du kleine Missgeburt. Aber ich bin Fernsehstar. Jude. Und du wirst nie in deinem Leben Bedeutung drin kriegen. So wie ich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt schnippe, kommt eine Frau und nimmt mir die Fahne ab. Ich schnippe jetzt mal, ich zeig das einfach mal. Da!
ist hier, komm, der hat gesprochen mit Raab, der da, wink mal, ja, oh, jetzt ist er auch mal berühmt, raus aus meiner Show, gut, hallo, ja, Fernseher leiser, hast du gemacht? Habe ich gemacht. Jetzt rede. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tschüss. Einfach vorbereiten. Ein Zettel schreiben. Fragen formulieren. Spacige Bilder aufnehmen in euch Peter? Selber. Hallo. Peter. Ja, schön wieder. Ja, was ist los? Ah, das zieht aber. Pass auf, ich möchte gerne ein Lied singen. Oh ja. Ja? Mach. Alles klar, einen Moment. Ey, das Wort heißt Reeperbahn. Los, machen wir jetzt nochmal. Üben wir jetzt bitte. Los, machen wir bitte. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Dingelingeling. Ob du ein Auto hast oder Karl-Heinz. Dingelingeling. Wie gucken bei euch jetzt gerade? Ja? Wir gucken jetzt gerade die Show. Da ist der John, Florian, Dolly und noch ein paar Leute. Ey, die sollen sich mal alle melden. Ja, Moment. Schreien. Moment, das ist ganz schnell hier, haben wir das. So. Meldet Schreien. Meldet euch mal, Leute. Meldet euch mal. Tschüss, ihr Dummköpfe. So, Thorsten, pass mal auf. Wir wollen jetzt eine rauchen gehen und wollen eine Einspielung zeigen. Geht das? Wie können wir das machen? Müssen wir den Bluebox rausmachen? Und zwar, ich zeig dir mal, welche Einspielung wir machen wollen. Mike und Nordin, ich hab euch... Warte. Und zwar... Einspielung macht jetzt Christian Ulmen live. Mir wird ja ganz schwindelig. Alter, hörst du mich? Ja, normal. Wir zeigen euch jetzt... Pass auf, das ist eine Kassette. Ja, die ist leer. Siehst du die? Ja. Da ist Straßenterror drauf. Und danach spielt eine Band. Und wenn ihr ratet, welche Band das ist, seid ihr Gewinner. Ich bin immer Gewinner. Ja, du sollst auch nicht mitraten, weil du darfst nicht mitraten, weil Angehörige dürfen nicht mitmachen. Ja, Nordin und Mike. Du erstmal. Ja, können wir jetzt rausmachen erstmal hier. Ja, du Strubbelkopf, nun mach aus da. Jetzt ist alles aus. Hallo. Mach mal die Zuspielung aus. Handkamera an. Da ist kein Bild. Hallo. Einen, ja. Nächste Woche. Okay, können wir das jetzt machen, die Einspielung? Hallo. Ja. Jetzt geht wieder. Okay, machen wir die Handkamera rein. Extern. Ja, ja. Geht das jetzt nicht? Das ist Chaos hier. Chaos-Sendung heute. Aber die geht ja nur noch 23 Stunden und 10 Minuten. Okay, VCR 2? Das klappt heute hier alles. Irgendwann wird schon klappen, Jungs. Alle cool da zu Hause. Locker. Ja, am Anfang. Der fängt am Anfang. Ja, genau. Ab da. Einspielung jetzt. 15 Minuten Ruhe. Mal wieder live in der Stadt. Philipp friert ein bisschen, deswegen gehen wir uns heute beeilen. Keine lange Vorrede, einfach ruf los. Heute mal zu den arbeitslosen Werftarbeitern, die jetzt 23.000 da arbeitslos in ihrer Werft da hängen, die besetzen, als wenn man mit Besetzung, das ist auch kriminell, ja, da muss man einfach mal die Polizei hinschicken und mal ein bisschen aufräumen, ja, wo geht das, dass der deutsche Arbeiter seine Fabrik besetzen kann. Da muss ich doch mal Widerstand auch so vom normalen Volk so mal rauskristallisieren, will ich jetzt nicht mal so nennen. Schön, darf ich Sie mal was fragen? Männer, die uns hier ihre Fragen verweigern,
Haut ab, euch will ich nicht. Ja, hallo. Schon, darf ich Sie mal was fragen, ja? Warum nicht? Das ist von... Entschuldigung, das ist ganz wichtig hier. Fernsehen, Mensch. Gehen wir auf den Keks, gehen Sie bitte. Kekse? Essen Sie gerne Kekse? Nehmen Sie mal, das ist schon lästig. Wir sind lästig. Los, lass uns weitergehen, wenn wir hier schon lästig sind. Ihr seht hier in der Innenstadt Baugruben, die ausgehoben worden sind. Menschen, die vor Kälte schlottern in die Stadt gehen. Schon, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Heute keine Interviews. Menschen, die uns vor Kälte alles verweigern. Philipp, wie das schon aussieht, wenn du da mit deiner Hand in der Tasche, das sieht überhaupt nicht professionell aus. Da sieht das dann, wenn Tina neben mir steht, hier vor mir steht, ja, und diese natürliche Gier in ihren Augen drin hat, das sieht viel besser aus, als wie du das da machst. Schon. Ich habe auch natürliche Gier in meinen Augen. Schon. Darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Was ist los hier mit Straßenmusik? Wie viel Geld bringt das so? Habe ich noch nicht gemacht. Ich war noch nie in Hamburg, aber würde es gerne mal ausprobieren, so noch an einem idealen Plätzchen. Das ist hier gut hier. Hier ist immer gut. Ja, meinst du, ne? Ich weiß nicht, wie das so mit den Besitzern ist, wie die darüber denken. Man. Hier darf man. Alle 20 Minuten muss man nur den Standort wechseln. Ja, macht dir eine Reportage über Straßenmusik. Ja, es fiel uns jetzt gerade so ein. Hier könntest du eben mal Bob Dylan für uns hier hinspielen. Ja, Bob Dylan mache ich nicht, aber so ähnlich. Mundharmonika habe ich auch dabei. Ihr seht hier, Bob Dylan lebt noch, aber hier sind die Menschen, die für uns jetzt Musik machen wollen. Bleibst hier, wir kommen 10 Minuten wieder. Wenn du aufgebaut hast, alles klar. Gut, danke. Lass uns mal weitergehen hier. Musiker, die nach Geld hoffen, der hat natürlich jetzt an die Fernsehkarriere gedacht. Hat er gedacht, kriegt er wahrscheinlich 300 Mark Informationshonorar, weil er mit mir mal gesprochen hat. Muss ich ihn leider arschen. Gibt's bei uns nicht auf einer Kanal. Da haben wir sowas nicht. Ich kann jetzt auch mal hier, weil ich denke, das war mir noch. Ich habe mir jetzt auch die Haare schneiden lassen. Sieht jetzt offen. Sehr gut aus. Ja, man sieht meine grauen Strähnen. Umdrehen. Rasiert halt jetzt auch. Sieht gut aus, wa? Was können wir jetzt hier haben? Ich bin ganz aufgeregt, Philipp. Wir haben das schon so lange nicht mehr gemacht hier. Quatschen, reden und toll. Da jemand nachher auch mal rennt, so bringt man. Könnt ihr mal sehen, ja, das haben wir jetzt auch unseren Werbepartner genannt. Jetzt haben wir auch 800 Mark. Nur immer gezeigt, wie bringt man aussieht. 800 Mark. Wenn wir das jetzt nochmal zeigen, gibt es dann so ein Wiederholungshonorar, nennt sich das. Sind dann zwar nur noch 600 Mark. Und von der Abstufung geht es immer zu 200 Mark weniger. Also wenn wir noch 8 Mal zeigen, müssen wir 300 Mark zuzahlen. Deswegen machen wir das auch nicht. Schon, darf ich dich mal was fragen? Wahrscheinlich Fotograf, Lady Di Fotograf. Schon, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Zu den Werftarbeitern, was sagen die dazu? Ja, ich finde das schlimm, die Situation. Und wer ist dran schuld? Die Regierung? Ja, meine ich, ja. Ja. Die haben jetzt 2 Minuten in diese Kamera, einfach mal Herrn Kohl die Meinung sagen? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist nicht nur Herr Kohl alleine, der ist auch Herr Blüm und die hängen alle damit zusammen. Ne? Die haben alle Schuld daran. Ne? Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also, Schuld haben sie auf jeden Fall, die Regierung. Ne? Aber Peter Ehrlich hat nicht Schuld. Peter, nö, würde ich nicht sagen. Danke. Wenn einer von euch nochmal kommt, ich bin dran schuld, ja? Nicht an allem. Schön, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Zu den Touristen, wo, aus Schweden? Ja. Schön kalt hier. Ja, schön kalt. Sehr kalt in Deutschland. Aber Sie sprechen gut Deutsch. Nein. Aber doch so ein bisschen. Gucken Sie deutsches Fernsehen? Was? Gucken Sie deutsches Fernsehen? Ah, nur im Hotel. Nur im Hotel. Einmal noch winken für Schweden. Winken. Ja. Hey, hey. Hallo. Wiedersehen. Wiedersehen, ja. Nordisch by Nature kann ich dazu nur sagen. Ganz aktuell, Entschuldigung, darf ich Ihnen mal was fragen? Zu den Werftarbeitern heute? Konkurs angemeldet, haben Sie schon gehört? Ja, das habe ich eben gerade habe ich von Ihnen gehört. Und wie finden Sie das? Das ist natürlich eine Sauerei. Und wer ist dran schuld? Die Manager. Weil wenn ich Milliarden negative mache, dann muss das schon weitaus vorher, muss mir das klar sein. Und wenn ich nur, sage ich mal, 50 oder 100 Millionen Schulden habe, dann kann ich immer noch was tun. Aber wenn ich Milliarden habe, dann ist es zu spät. Und warum sitzen diese Manager dann nicht wie Herr Schneider im Knast? Tja, gute Frage. Ich meine, die Regierung sollte natürlich auch mal ein Auge drauf werfen. Und das tun die zu wenig. Immer noch hier, immer schimpfen für unsere Kamera? Wieso schimpfen? Ja, schimpf live hier heißt es. Oh, mir geht's ja noch ganz gut. Kein Werftarbeiter? Nee. War noch nicht in der Karibik gerade, sind die auch nie abgestürzt? Auch nicht. Immer noch was ganz wichtig hier? Nö. Glückliche Menschen, brechenvolle Innenstädte, ihr seht. Das ist Leben, das ist live hier. Finde ich das schön. Schön, darf ich euch mal was fragen? Nee. Warum nicht? Nee, weil Peter Ehrlich kenne ich und den finde ich nicht gut. Erkannt! Abbruch! Lass uns abbrechen, Philipp. Was sollen wir hier noch machen? Abbrechen jetzt. Das ist so krass, das
Wir sind erkannt worden. Ich bin voll erkannt worden, hast du gesehen? Ja. Menschen, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Darf ich euch mal was fragen? Was willst du? Zu den Werftarbeitern in Rostock. Das ist traurig. Und wer ist dran schuld? Ja, Papa Staat. Das geht uns auch nicht anders auf den Bauch. Sind die Peter ehrlich? Nee. Dankeschön. 1-1, wa? In der Kante, in der nicht. Schön, darf ich Ihnen mal was fragen? Ich glaube, die Frage ist auch falsch formuliert. Darf ich Ihnen mal was fragen? Nee, das will. Darf ich Ihnen mal was fragen? Nee, das irgendwie... Innen, darf ich Innen mal was fragen? Darf ich Innen dich mal was fragen? Ja, was denn? Take Z, willst du da Sänger werden, Tänzer? Kannst du mal tanzen wie Take Z? Nee. Wie findest du von dem Boys Group gut? Ich finde gar keinen gut, ich finde die alles scheiße. Und, hast du auch eine Frauenband, die du gut findest? Ich finde dich scheiße, kennst du die Lied? Ja. Kannst du das mal hier immer singen kurz? Nee. Doch immer ganz kurz hier. Nee. Ja, okay, ich finde dich scheiße, so richtig scheiße, ja und so weiter. Und da seht ihr die MTV-Generation, das ist toll, das ist Glück. Kennst du Peter Ehrlich? Bitte? Kennst du Peter Ehrlich? Nö. Hast du Glück, dass du noch so jung bist, dann wirkt der jetzt nämlich aufs Maul hauen, da weg, eiskalt du, aber da gehe ich jetzt drüber voll hinweg, das mache ich nicht. Hallo? Take Z, hat sich aufgelöst, bist traurig? Nö. Kelly Family? Geil. Wen findest du davon gut? Angelo. Kannst du mal so singen wie er? Nee, mach ich nicht. Doch immer, bitte immer hier für uns. Na gut. Ich summe und du singst. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Oh, das seht ihr live in der Innenstadt. Dankeschön. Kelly live. MTV. Wann? Gestern. So, jetzt hier voll weiter. Ja, Philipp, das sind Erfolgsstatistiken. Die hast du in deiner Schuhschuhschuhe so in dieser Form nicht. Ihr seht jetzt schon gleich einen Polizeieinsatz. Warte mal nach den Village-Spiefeln, das war auch eine geile... YMCA, da könnte ich singen. Schön, euch nicht mal tragen. Take Z hat sie aufgelöst, bist du da traurig? Nee. Nee, echt nicht. Wie alt bist du? 18. Hat dir deine Mama zum Beispiel nicht gesagt, dass du mit vollem Mund keine Fragen beantworten sollst? Hm? Warum sprichst du uns hier einfach an und machst unsere Reportage hier kaputt? Mich fertig. Hast du in der Frist dich zur Todesstation jetzt gekauft? Nee. Immer noch was ganz wichtiges sagen, winken? Hi Mama. Bist du Peter ehrlich? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Pisskopf, verpiss dich hier, du. Wegen der Frechheit hier. Soll ich dich was fragen? Take Z hat sich aufgelöst, findest du traurig? Interessiert mich nicht die Bombe. Warst du gestern beim Pasching? Nein, das ist von heute Morgen. Und ob Take Z sich aufgelöst hat oder nicht, das interessiert mich so wenig. Bist du Peter ehrlich? Nein. Also Kelly Family? Ja. Kannst du uns ihren größten Hit mal ansummen? Dieses Angel-Lied, das kann ich nicht. Nee. Nee, ich kann auch nicht so hoch singen. Und dann habe ich eine ganz komische Frage. So Mitesser, drückt man die sich aus oder lässt man die wachsen? Das, was ich im Gesicht habe, das war kein Mitesser, das ist einfach ein Pickel geworden. Da seht ihr, auch Ebola hat Hamburg erreicht. Okay. Ja, bitte. Ich will noch eine Aufnahme für Anna machen. Wieso? Ja, ah ja. gut, warte, machen wir eine richtige Reportage draus, ja? Ich stelle mich da vor. So, aus der Rubrik Peter Ehrlich hat recht, möchte ich jetzt einfach mal beweisen, dass hinter mir Landesbankgalerie der Laden Schallplatte am Mönckebrunn heißt. Der andere Laden, den du da gesagt hast, wo du einfach es besser wissen wolltest, am Mönke Bergbrunn. Heimann Schallplatte, Heimann war nämlich dort und dort hinten war Sonnenberg und dort hinter uns jetzt quasi, wenn die Kamera einen Schwenk machen würde, ist diese fristig zur Todesstation, diese bewusste, wie ihr da seht. Oh nee, das machen wir jetzt mal Schnitt, das wollen wir nicht haben. Jetzt sehen wir mal hier weiter. Schön, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Take Z hat sich aufgelöst. Ja. Wie finden Sie das? Naja, ist gut so, ne? Es war auch Zeit. Und welche von den Boys Group finden die so gut? Überhaupt nichts von diesen Leuten. Und dann habe ich eine Frage, wie finden Sie das, wenn Frauen sich schönheitsoperationsmäßig so die Lieder, die Schlupflieder so wegmachen lassen? Finden Sie das in Ordnung? Ja, das finde ich richtig. Auch wenn es ganz viel Geld kostet? Oder ja. Sollte das von der Krankenkasse bezahlt werden? Nö, nicht unbedingt.
Haben Sie noch jemanden, den Sie grüßen wollen? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt ins Fernsehen möchte damit. Nee, dann wird es nicht gesendet. Wenn Sie jetzt sagen, das soll nicht gesendet werden, dann wird es nicht gesendet. Das nennt man den Persönlichkeitsschutz. Da können Sie entscheiden. Ich möchte nicht gesendet werden. Gut, dann wird es nicht gesendet. Dann brauchen wir auch nicht grüßen. Ja, eben. Gut, Dankeschön. Tschüss. Ist hier überhaupt, jetzt kann ich das auch mal so sagen, einer der Beweise, wie Fernsehen lügen wird. Natürlich werden wir jetzt zeigen, wie unvorteilhaft sie um die Kinnpartie geschminkt war. Wahrscheinlich hat sie da die Operationsnamen verdecken müssen von der letzten Schönheitsoperation, die wiederum die AOK nicht bezahlt hat. Da sind wir eiskalt, da zeigen wir das einfach mal. Philipp, sag, sind wir da eiskalt? Da sind wir voll eiskalt. Und Fernsehen lügt und Fernsehen es macht. Und wir beide, Philipp und ich, wir sind die mächtigsten, rein genital gesehen, im deutschen Fernsehen. Das haben wir schon oft bewiesen. Bei unseren Groupies, die auch wir haben. Nicht nur diese Boys-Groups. Wir brauchen ohne Tanzen, können wir das. Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen?